Sonnige Grüße, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFT Live Trading TV am Nachmittag. Und wir wollen uns dann gleich mal dem Markt zuwenden und wir kündigten das ja auch schon in der Headline an, nämlich hier konkret dem US-amerikanischen Markt, der hier wieder sichtlich einbricht. Der DAX hält sich hier vergleichsweise stabil, also die Amerikaner liegen hier schon wieder mit starken Vorzeichen negativer Natur vor. Und das führt auch dazu, dass wir hier direkt mal den Nasdaq 100 Index unter die Lupe nehmen, der sich hier links im Stundenchartintervall einem interessanten Bereich nähert. Muss man sich hier ein Stück weit rausscrollen, um hier zu lokalisieren, woher dieser Bereich kommt. Wir sehen hier Hochpunkt Anfang Dezember und da gehen wir jetzt direkt mal zum Tageschart über, der sich wie folgt darstellt. Der Nasdaq 100 Index, auch hier sehr gut handelbar über dem, als CFD über JFD, dem MetaTrader. Da sehen wir hier, dass wir aktuell genau an das Hoch von Anfang Dezember heranlaufen, beziehungsweise im Moment vielmehr hier an das Hoch von Ende November. Das war hier ein Niveau von 4346 Punkten roundabout und genau da stehen wir jetzt, beziehungsweise dieses Level touchieren wir. Wenn man von klassischer Pullback-Lehre ausgeht, darf man jetzt erwarten, dass der Index theoretisch alsbald wieder anziehen müsste. Wir sehen aber auch hier eine Aufwärtstrendlinie, die hier seit eben den Tief von Anfang des Jahres, hier speziell vom 16. Januar herrührt. Und wir sehen auch hier, ein Stück weit drüber, genau hier, eine Unterstützungszone im Bereich 4275, 4276 Punkte. Die Frage ist eben, was der Index macht. Ob er sich jetzt hier schon, sage ich mal, in der Luft fängt, um hier diesem einen Hoch gerecht zu werden, darf jetzt erstmal bezweifelt werden. Es scheint vielmehr so, als dürften wir hier weitere Verluste erwarten. Also diese Kerze von heute scheint nicht fertig nach unten, beziehungsweise es könnte auch in den kommenden Tagen weitere Verluste geben, die dann hier bis zu dieser Aufwärtstrend-Schrägstrich hier bis eben zum Bereich 4270, 4280 zurückreichen könnte. Hier solche Spikes inklusive, ähnlich wie dieser Kerze oder ähnlich wie bei dieser Kerze hier von Anfang Februar. Und hier kommt es dann eben darauf an, was der Index macht. Ohne Zweifel wäre auch ein tieferes Rücksetzen an diese gebrochene Aufwärtstrendlinie möglich. Wir hatten hier damals hier diese Konsolidierungsphase auf Seitwärtsniveau eingefangen. Dann kam es hier Anfang bzw. Mitte Februar vielmehr zum Ausbruch. Dann haben wir hier diese Projektion von dieser Seitwärtsrange eben nach oben abgetragen und das lief hier zusammen mit dem 161er Fibonacci-Level dieses Bewegungsimpulses. Leider reichte die Kraft nicht, dieses Niveau auszuloten. Wir drehen jetzt viel mehr nach unten, das muss aber nicht bedeuten, dass wir nicht doch noch die Chancen auf der Oberseite genießen dürfen. Hier wird jetzt definitiv ganz klar die Angst von Zinsanhebung gespielt und Wirtschaftsnews und dergleichen machen hier letztlich gerade ein paar Sorgen. Grundsätzlich muss aber gesagt werden, der Preis ist hier übergeordnet immer noch in einem sehr, sehr bullischen Fahrwasser und die aktuelle Schwäche wurde ja schon lange erwartet und viele hegten ja hier günstigere Levels, um einzusteigen und diese könnten sich jetzt hier durchaus bieten. Man muss eben darauf achten, was jetzt zum Beispiel der Nasdaq 100 Index im Bereich 4300, 4270, 4280 Punkten macht. Auf jeden Fall haben wir hier noch weiteres Rückschlagspotenzial, wenn sich der Index hier nicht fangen sollte. Also das wäre schon eine Paradeleistung, wenn wir jetzt hier das Tief gesehen haben und der Index direkt nach oben dreht. Das ist allerdings eher das weniger zu präferierende Szenario. Es sollte eher vielmehr zu weiteren Rücksetzern kommen, die im Worst Case auch wirklich noch ein Stück tiefer führen könnten, eben sogar dann hier im Sinne eines Ausbruchs, vielmehr Pullbacks, hier an diese Ausbruchslinie. Wir sind jetzt gerade im Korrekturmodus und da muss man definitiv abwarten, was die Märkte jetzt hier noch darstellen. Hier im Stundenchart das Pullback-Level auch nochmal hervorgehoben, hier auf höherem Niveau aufgrund des Dezember-Tiefs. Da sehen wir sehr schön, dass die Kerze hier aktuell nahe den Tiefs eben ist. Und wenn wir uns jetzt hier stabilisieren, kann es kurzfristig einen Erholungsimpuls geben im Stundenchartintervall aufgrund des starken Ausverkaufs zu Beginn. Aber dann hier in diesem Bereich 4375, 4390 Punkte kann es dann durchaus schon wieder in Richtung neuer Tiefs gehen. Das muss man ganz klar sehen. Wir haben jetzt hier gerade in den untergeordneten Zeitebenen Stundenchart und tiefer hier schon intakte Abwärtstrends. Da sehen wir hier sehr schön in diesem Stundenchart hier oben eine sehr, sehr schöne Top-Bildung gemacht. Hier hat es dann nicht mehr gereicht. Man könnte hier sogar schon eine Schulter-Schulter-Kopf-Schulter-Schulter-Formation interpretieren. Und die wird jetzt hier sauber nach unten aufgelöst. Und wir müssen abwarten, wann die US-Indizes, wann sich der Nasdaq 100-Index hier zu stabilisieren beginnt. Wenn das ausbleibt, dann muss man hier ganz klar von weiteren Verlaufstiefs ausgehen. Also der Markt hier aktuell sichtlich angeschlagen.
Und das führt jetzt auch dazu, dass wir jetzt noch mal kurz den S&P 500 besprechen. Nachher dann gleich noch mal auch der Dow Jones. Hier unlängst die Analyse von gestern. S&P sollte sich hier fangen, auch im Sinne der Saisonalität, nur leichte Rücksetzer machen. Wir laufen hier aber gerade durch unter das Unterstützungsniveau 2060-2065 Punkten. Das führt mich jetzt hier direkt zum Tageschart und der zeigt hier eindeutig an, wenn die Tageskerze heute so bleibt, dann haben wir, und da wird dieses graue Fallszenario aktiviert, dann haben wir hier definitiv die Chance, noch erheblich tiefer zu gehen. Ja, wenn der S&P 500 Index hier gute 50, 55 Punkte nach unten rauscht Richtung 2000, dann können Sie sich vorstellen, was der Nasdaq 100 Index macht. Der dürfte dann auch entsprechend stark zurückgehen. Wir werden nachher nochmal den Dow Jones in einer schriftlichen Analyse im Stream behandeln, sozusagen als Ergänzung. Jetzt aber nochmal hier kurz der Wochenchart inklusive Divergenz vom S&P 500 Index. Wir befinden uns jetzt hier im Sinne dieses, ja, sich ausdehnenden Dreiecks jetzt hier gerade im Korrekturmodus. Und da muss man eben sehen, ob es wirklich hier reicht, dass wir hier im Bereich 2000 Punkten uns stabilisieren. Vielleicht sogar schon hier 2015, 2020. Je früher wir praktisch hier wieder eine Stabilisierung erfahren, desto besser. Kritisch wäre es ganz klar, wenn wir hier, und das ist gerade hier im Wochenchart sehr schön zu sehen, deutlicher unter 2000 absinken. Also hier insbesondere unter das Tief vom Dezember 15/12, beziehungsweise die Woche hier unterhalb von 1973 Punkten. Das wäre ein ganz klar bärisches Signal. Da ziehe ich direkt mal den grauen Pfeil ein Stück weit rüber. Dann muss man mit deutlichen Abgaben rechnen. Diese große Divergenz würde sich dann hier entsprechend weiter negativ auflösen. Dann darf man sicherlich gespannt sein oder sicherlich davon ausgehen, dass wir solche Rücksätze bis in den Bereich sehen. Aber jetzt erstmal abwarten, was der S&P 500 macht. Doch auch hier, wie gesagt, gute 40, 50 Punkte weiteres Abschlagspotenzial vorhanden. Es scheint, als wären die Amerikaner hier jetzt erstmal einen Korrekturmodus eingeschwenkt, der noch nicht fertig scheint. Insofern darf man hier durchaus noch weitere Verluste erwarten. So dann, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall gutes Gelingen. Ich hoffe, Sie sind auf der richtigen Seite aufgestellt. Ansonsten ruhig zuschauen und in aller Ruhe, je nach Timeframe und Herangehensweise, in Ruhe abwägen, ob man einsteigt, wie man einsteigt oder ob man eben Short-Engagements pflegt. Die Indizes jedenfalls definitiv sichtlich angeschlagen. Gut, liebe Zuschauer, das soll es gewesen sein für heute. Noch einen sonnigen Nachmittag und würde mich freuen, wenn wir uns morgen spätestens wiederhören. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Keppeler.